Hallöchen, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Trials Rise mit mir, der Mushroom, hier bei unserem Pixel-Kanal. Und da die vorletzte Folge so gut bei euch ankam, habe ich mir gedacht, ich hole noch einen Gast dazu, und zwar den lieben Pada von Pada Games. Ja, ich habe mich wieder hier zugeholt. Hi, lieben. Wieso lief ja. die vorletzte Folge denn so gut? Ich habe einfach mal aufgerufen, haut mal ein paar Likes raus, damit ich sehe, ach wie viele Leute das... Ach so, okay. Also, Leute, damit diese Folge natürlich auch geil läuft und der Mushroom hier ordentlich weiter schön Trials zockt, ne, auch diese Folge dann wieder ordentlich auf den Button kloppen. Ihr habt's gehört. Ja. Wenn Pada sagt liken, dann liken, ey. Ja, aber jetzt müssen wir das mal abliefern, sonst wir müssen ja auch ein bisschen Stoff liefern hier. Ja, das, absolut. Was zu liken gibt. Absolut. Also, los geht's. Ja, los geht's. Drei Mittel, vier Schwere, eine Extreme. Pada? Ja, ich bin gespannt. Ich bin echt gespannt. Also, ich habe ja schon lange nicht mehr gespielt, habe gerade auch die Mentis freigeschaltet offline. Und ja, habe auch schon ewig keine schweren oder extremen Strecken mehr gespielt. Also, schauen wir mal, was hier gleich passiert. Oh yeah, mal gucken, ne? Mal gucken. Also, die Mittelstrecken sollten eigentlich kein Problem sein. Das sind jetzt auch wieder alle Strecken, die von irgendwelchen selbstgebauten, oder? Yeah, Mann. Oh, ja, Mann. Das fliegt auf einmal so hoch. Keine Ahnung. Das geht mittlerweile. Das ging ja auch eine ganze Zeit lang nicht, oder? War das nicht bei Trials Rising so? Am Anfang war gar kein Multiplayer, glaube ich, drin, oder? Ja, erstens das, und dann gab es ja irgendwie nur leichte Strecken und das war im öffentlichen Multiplayer. Ah, okay. Ach, stimmt, genau. Ja, schaffe ich den Sprung da nicht und er paced einfach durch, oder was? Alter, geil, ich bin Erster. Das hätte ich ja nicht gedacht. Die Zeit läuft. Ich lasse es einfach vor. Es fliegt schon wieder hin. Das gibt's doch nicht. Okay, komm, wir geben einfach mal Gas. Ich kann übrigens mal wieder eine geile Serienempfehlung droppen. Ja, jetzt hau mal raus. Und zwar, ich komm da nicht rüber. Amazon Prime Upload. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Upload? Nee, gar nicht. Ja. Ist jetzt neu bei Prime rausgekommen, ist richtig cool, ist halt mehr auf Witz gemacht, und es geht halt darum, dass du bald, wenn du stirbst, entscheiden kannst, ob du halt konventionell sterben willst oder ob du halt in so eine in so ein Computerprogramm reingeladen werden möchtest, wo du dann sozusagen auf Ewigkeit weiterlebst. Aha. Und bei dem Protagonisten ist das so, also der stirbt am Anfang und wird dann halt in diese Welt geladen, und er ist halt Programmierer und die Welt ist halt voller Bugs und so weiter. Es ist echt eine mega witzige Serie, also kann ich nur empfehlen. Ich habe gestern, ich habe erst eine Folge geguckt, muss ich dazu sagen, aber die war bis jetzt schon ziemlich gut. Aber du würdest sie schon empfehlen, auch für Leute, die nichts mit irgendwie Programmieren oder so zu tun haben. Ja. Darum geht's überhaupt nicht. Es geht einfach nur um die Welt und fuck. Und das Thema an sich, da muss man jetzt nicht irgendwo... Was sind das denn jetzt hier? Oh, was ist... Ja, frag mich mal hier. Oh, Gott sei Dank. Da muss man jetzt keine Programmierkenntnisse mitbringen oder sowas, um das schauen zu können. Also, du musst nicht halt so wie Robot oder wie die heißt. Mr. Robot, ja. Ich erkenne mich mal da rein, dann mache ich mal das und dann kommt der Surfer und dann... Hast du die geguckt? Ich fand die mega öde, die Serie, muss ich sagen. Oh scheiße, Mr. Robot, ich weiß gar nicht, wie weit ich geschaut habe. Irgendwann hat es mich aber dann auch verloren. Mann! Oh, die ganze Strecke war geil und jetzt wieder hier an der letzten Pissstrecke überholt er mich auch noch, ey. Ja, ich bin auch hingefallen. Oh Mann! Jetzt einfach. Was hat das geschafft, ey? Oh Gott sei Dank. Ich hänge aber auch schon ewig an der Stelle, also. Oh Gott, das wird nicht besser. So, wunderbar. Hä? Oh, was war das denn? Wieso verliere ich so viel Schwung? Dieses dumme Wasser! Okay, Gott sei Dank. Ja, ich lass mich mal kurz zurückrollen. Was hast du denn? Was für ein Tauchanzug? Ach, das ist hier von Ben, wie heißt denn das? Keine Ahnung, dieser Katzenkopf, meinst du? Dieses Horrorvieh hier, wie heißt Bendy and the Ink oder so? Wie heißt denn das Horror-Game? Ich weiß, was du meinst. Namen. Ja. Ja, aber ich weiß gerade, kann den Namen jetzt auch nicht sagen. Ja, aber davon ist, glaube ich, der Kopf. Das ist, glaube ich, das Katzenvieh daraus. Spieler entfernen, ja. Übrigens kann ich dir sehr empfehlen, You Will Return. Wie heißt denn das Game? Kong spielt das auch gerade.
Someday You Will Return oder so heißt es, glaube ich. Ist so ein Horror-Game oder was? Oder? Es ist so ein bisschen. Ja, kann man schon als Horror-Game bezeichnen. Fun und boring. Okay, ich fange mal fun. Oh, Psycho-Horror halt, aber so im Vanishing of Ethan Carter-Style. Ah, okay. Also auch so ein bisschen so Walking-Simulator-mäßig. Aber das kann tatsächlich was. Das, oh, was ist denn jetzt los? Wow, shit! Was war denn das? War das bei dir auch? Was? Ich hab grad den Leck des Todes gehabt. Nee, hatte ich nicht. Hey, wieso bist du schon so weit? Bist du vorne lang gefahren oder bist du hinten lang gefahren? Vorne. Ich bin nach hinten gefahren. Ja, ich muss wieder von vorne anfangen. Fahr mal nach hinten, da steht irgendwas mit Fun und dann. Oh fuck, ja, wie weit? Achso. Ey, was ist das denn für eine Scheiße? Ja, weißt du, was da oben für eine kranke Wichse ist und du fährst hier unten durch die Kindergartenstrecke oder was? Ja, keine Ahnung, es ist ganz cool hier, Mann. Aber geil. Ja, dann brauch ich mich auch nicht wundern, warum du vorne bist, ey. Geiler Zirkus, Mann. Wow. Whee! Wow, jetzt hatte ich den Leck des Todes. Ja, aber das Game ist echt cool, kann ich nur empfehlen. Falls du dich mal wieder an ein Horrorspiel ranwagen möchtest. Ja, mache ich gerne. Auf jeden Fall. Und so krass ist es echt nicht. Muss doch ruhig krass sein. Oh! Oh! Weiter. Ja, weiter. Vorsicht! Nein! Oh Gott! Nein! Oh Gott! Nee, das reicht von der Zeit her nicht. Ah, doch, hier gibt's Checkpoints. Oben gab's nicht mal Checkpoints. Ne? Ich musste wieder komplett von vorne anfangen. Wow. Ist ja die Kacke. Ja, wäre ich auch mal zurückgefahren. Naja. Naja, da machst du einen Mix. Naja. Ah, in meinem Gold-Outfit hier. Ich Golden Boy, Mann. Golden Cowboy. Ein Schluck trinken. Ah, nehm ich nochmal die Rhino. Hab ich jetzt auch gemacht. Wenn sie empfohlen wird. Wie machen die es eigentlich dieses Jahr mit der Gamescom? Hast du da schon was gehört? Auf jeden Fall wird sie nicht stattfinden. Das haben sie schon gesagt, ja? Ja, das ist safe. Ja gut, stimmt, das ist ja eine Großveranstaltung bis Ende August. Das war ja immer so in den Dreh, ne? Ja, ja. Keine Ahnung, wie sie es dann digital machen werden. Ach, sie wollen es komplett digital machen? Ja. Okay. Keine Ahnung, ob das überhaupt stattfinden wird, weiß ich auch nicht. Also, die wissen ja dann quasi alles jetzt so schnell. Nein! Ja, ich bin auch. Die müssen ja alles so schnell dann entwickeln, weißt du, also halt vorbereiten. Ob das für die reicht, weiß ich nicht. Ja gut, die werden dann, denke ich mal, so eine Keynote machen und dann war's das, oder? Ja, keine Ahnung. Aber ich frage mich sowieso, warum halt so viele Leute noch zu... Also Gamescom und sowas, klar, das verstehe ich schon noch. Aber so viele andere Messen, verstehe ich nicht, warum die überhaupt noch existieren. Welche zum Beispiel? Wohnmobilmesse oder sowas. Ach so, oder sowas meinst internationale du? Funkausstellung und so ein Kram. Weil die ganzen Infos, die man halt früher nur über die Messe bekommen hat, die kriegt man ja heute easy Tage vorher schon übers Internet, ja. Naja. Ist halt, keine Ahnung, vielleicht auch der Spaß da rumzulaufen, der soziale Kontakt mit den Vertretern. Also ja, vielleicht stimmt, eher... Da geht man ja abends noch mal einen Puff und so was mit einem. Genau. ein bisschen Koks und so, ja, man weiß es. Ja, stimmt. Man kennt's. Man hat die Ausrede dann vor der Familie, ne? Man ist ja auf Messe und so. Ja, ja. Ich verstehe. Ich gehe mal auf Messe. Ja, aber fang dir bitte nichts ein. Okay. Hast ja recht, Arnold, hast ja recht. Ich sehe schon, du weißt, wie du der Hase. Du bist Profi, gell? Alter, was mache ich denn? Ich fahre mir hier eine Scheiße zurecht, oder? Alter, was geht hier jetzt gerade ab? Die Welt geht unter, Mann. Leck mich am Arsch, Mann. Wo ist die Schnecke? Ist deine Frau eigentlich auch oft auf Messe, oder? ja, schon, ey. Alter, was geht denn hier scharf? Alter, was sind die geile Strecke? Da muss man ja schon mal sagen, Respekt, der das gebaut hat, ey. Da ist er schon wieder, ey. Ja. Wohin? Ah. Das ist leider noch schwer zu sehen, wohin man fährt. Ja, ja. Ist der Sprung jetzt gut gewesen, oder? Ah, ja. Nein! Egal.
bin dir dicht auf den Fersen. Oh, oh. Oh Gott. Oh, oh, der war ja mies. Und man muss wieder hier vorne anfangen. Ist das dein Ernst? Der Klo. Oh, shoot, shoot. Und der oh, ja, Wichser das schafft's raus. Wieder. Nein, nein, ich bin hier gefallen. Alter, aber wie cool. Ich frag mich halt manchmal echt so. Nein! Alter, unten ging's auch weiter. Nein! Ist es normal? Kann das jeder bauen? Also ich habe mir mal so in den Editor mal reingeschaut und ich habe nie sowas gesehen, dass du sowas machen kannst. Also. Er fehlt es. Er fehlt es. Verdammt, Mann. Warte mal, bevor du es dir fährst. Nein, ich kann nicht! Scheiße. Alter, mit einem. Alter, fährt einfach mit dem Hinterrad, Mann. Ah, das war Luck. Yeah, gut, oh, gut, gut. Das Gebäude stürzt ein. Mehr. Komm schon, doch. Ich sehe das Gebäude gar nicht mehr. Come on. Kannst unten lang, kannst unten lang, kannst unten oh lang. Oh Gott. Ja, ja, ja. Komm schon. Hättest du gewartet, du Wichser. Kriegst ja trotzdem Punkte, Mann. Ach, unverdienterweise. Die kriegt man wirklich. Ja, ja, oder? Kriegst du ja trotzdem. Okay. House of Horrors, das habe ich extra für dich ausgewählt, die Strecke. Oh, da bin ich aber gespannt. Keine Ahnung, was da passiert ist, nur wegen Horror ausgewählt. Aber ihr wisst ja, Pada ist der alte Horrormeister auf YouTube, Mann. Gelabert. Geht meine Sprüche werden auch immer behinderter, muss man ja schon mal sagen. Okay, was los? Geradeaus oder nicht geradeaus? Ich verstehe es jetzt nicht. Erst ein bisschen Freitag, der 13. ist da hier. Was war das denn gerade? Ist da gerade ein Alligator einfach so komisch hochgebaut? Oh Gott. Oh, da krieg ich doch schon wieder. Könnt ihr schon wieder hier Nackenschellen verteilen, ey. Nein. Oh yeah. Oh yeah. Cool gemacht. Cool gemacht aber. Ja. Nicht schon wieder, Mann. Dann machen wir es einfach so. Oh, natürlich, es geht nicht. Okay. Ja, was ist das denn? Die Scheibe ist zu stark, Mann. Oh, ja, ich bin. Du bist aber schon durch die Scheibe, oder? Nee, ich bin immer noch bei dir. Hey, ja, ich krieg die auch nicht kaputt. Ja, ich krieg sie kaputt, aber dann hänge ich halt da, weil ich halt so viel Speed verliere. Hä? Jetzt! Mit dem Vorwärtssalter hat's irgendwie geklappt. Keine Ahnung. Ich hab mit dem Kopf die Scheibe eingeschlagen. Ja, ich bin auch oben. Was ist das denn gerade? Was ist das? Ey, was ist denn das da unten? Meinst du das? Meinst du auch, oder? Ja. Ja, wow, was ist das denn für eine kleine Plattform da, auf die man springen muss? Gott. Ja, sowas liebe ich ja dann. Das ist aber schon ein bisschen extrem streckig hier, muss ich sagen. Das ist immer noch schwer. Oh, Entschuldigung. Gesundheit. Ah! Das gibt's doch nicht, Alter. Jetzt komm! Alter! Gott sei Dank nehmen wir nur eine Folge auf, Alter. Ich hab mich schon gewundert, warum du nur eine aufnehmen willst, aber jetzt weiß ich es wieder. Jetzt verstehst du mich? Ja, ja, ist die richtige Entscheidung. Kannst du viel. Ja. Ich komm da nicht hin, Mann. So, come on! Ja! Nein, 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 jetzt kann ich nicht übertreiben! Alter. Alter, kommst du. Also ich weiß, dass ich so einen Sprung schon mal geschafft habe, dass es nicht unmöglich ist, aber... Ja, dass es machbar ist, ist klar, da musst du so gut am Anfang, du hast auch die Mantis genommen, oder? Ja, ich glaube, eine andere geht doch gar nicht. Es ging halt auch keine andere. Ja. Ich rutsche mal ab, Alter! Und überleg mal, wie lang die Scheißstrecke noch geht, ey. Oh, ja, oh, hoffentlich ist sie fake und ist doch nicht so lang. Ach komm, ich kann's doch. Ich weiß doch, dass ich so weit springen kann. Oh Gottchen. Oh, ja, Grip, yes! Hast du übrigens den zweiten Teil von The Shining schon gesehen? Nee, noch nicht. Den ersten kennst du, oder? Ja, hast den ersten habe ich angeschaut. Ja, ich hab's geschafft. Ja. Nice. Der erste war saugeil, Mann. Ja, der zweite ist auch saugut. Der erste kann man auf Amazon anschauen, glaube ich, oder? Blau?
Ja, ich glaube, der war auf Amazon Prime. Also, ob er jetzt noch ist, weiß ich nicht, aber ich habe ihn, glaube ich, auf Amazon Prime angeschaut. Okay, muss ich mal gucken. Ah, scheiße. Weil ich habe jetzt nur den ersten, den hier Dr. Sleeps Erwachen, den zweiten sozusagen gesehen. Den ersten noch nicht? Den ersten kenne ich noch gar nicht, ne. Echt nicht? Nee. Der ist voll gut. Also, so für die damalige Zeit, also mit der Technik auch so. Oh ja, das war geil. Glaube ich. Aber ich habe ja auch zusammen mit dir das erste Mal hier Psycho oder wie der Film hieß gesehen. Psycho? Ja, auf der Gamescom damals. Hier mit Batman-Schauspieler hier. American Psycho haben wir angeschaut. American Psycho, so hieß also nicht der, genau. Das Hitchcock Psycho. Das haben wir nicht angeschaut. Stimmt. Alter, ich komme nicht hoch. Ich warte immer noch auf die nächste Gamescom, wo wir Ding anschauen. American Horror Story. Und danke, wegen dem Leck habe ich es nicht geschafft. Mann. So eine Scheißserie. Hast du angeschaut schon? Nö, wir haben damals die erste Folge. Oh, warte. Die. Fuck! Oh, shit. Oh, ja. Ich war drauf und hab dann diesen zweiten, das so nie unter Kontrolle gekriegt, dass ich dann wieder rückwärts runter bin. Oh, nein. Das ist ärgerlich. Nee, die Serie hat mir ehrlich gesagt überhaupt nicht so zugesagt. Das war so. Ich bin hingefallen? Warum bin ich jetzt hingefallen? B-Movie-mäßig, so würde ich es eher beschreiben. Das ist total strange, dass die eine Szene, wo er. Ja, ich hab's geschafft, okay. Ach, geil. Wo er diese Fantasie hat mit diesem Dienstmädchen, das hat total merkwürdiger Film, das ist total merkwürdige Serie. Aber die räumt ja voll ab in Amerika. Gute Preise gewonnen und so. Oh, hast du es geschafft, endlich? Gott sei Dank. Ach, leck mich doch. Ah, Pieper war schlau, dass er nicht mitmachen wollte. Wir haben noch nicht die kranke Strecke hier. Das war noch nicht die Extreme, Mann. Wir haben noch ein paar Strecken vor uns. Ja, ich weiß. Aber man merkt echt, wenn man das Spiel lange nicht mehr gespielt hat, dass man irgendwo so ein bisschen das Gefühl verliert für das Moped. Ja, schon. Das Fahrrad habe ich noch nicht freigeschaltet, by the way. Okay. Warum ist das eigentlich? Ach. Das ist jetzt die vorletzte, oder? Nee, das ist jetzt die fünfte. Stand da gerade fünfte oder stand das gerade die sechste? Ach, stimmt, es gibt ja acht. Natürlich. Alter, ich bin auch rein. Aber man muss hier eigentlich. Besser wäre es, wenn man da oben einen Zwischenstopp macht. Ja, schon. Ich hab's aber gerade ohne geschafft. Oh nein! Oh Gott, ja, man muss da oben auch. Das sind halt wirklich. Hier trennt halt wirklich die Spreu vom Weizen bei solchen Strecken. Ich find's cool, wenn so Strecken sind, wo du so ein bisschen so Skill zeigen musst. Ja. Aber trotzdem auch, Flow haben. Ja, ja. Was auch nicht zu krank ist, ne? Ja, wo du halt nicht auf einem Rad balancieren musst oder so ein Scheiß. Ja, und das ist auch so eine Strecke hier, glaube ich. Jetzt finde ich die sehr flowig. Und man muss auch echt. Nein! Echt Skill beweisen. Nein! Oh, kurz vorm Checkpoint. Ich hab ihn gesehen. Ach, come on. Ich hab gerade auf Netflix den Horrorfilm The Nun angefangen. Hab ich gesehen, dass es den jetzt neu gibt. Und? Ich hab noch nicht zu Ende geschaut, aber. Ach so. Ich muss sagen, ich finde Conjuring ein bisschen besser. Ist das die Nonne von Conjuring oder? Genau, ja. In diesem Universum spielt das alles. Oh, na klar. Warte, bevor du ins Ziel fährst, bitte. Ja, ich versuch's. Ich muss halt aufpassen, dass ich nicht reinfliege. Ich glaube, da vorne ist es, ja. Ja, ich tue mich bei Horrorfilmen echt zur Zeit richtig schwer. Irgendwie flashen die mich alle nicht mehr so wirklich. Sind halt irgendwie alle gleich. Hast du einen gesehen? Hast du alle gesehen? Ich fand doch Friedhof der Kuscheltiere richtig kacke. Der neue? Ja. Ich habe den alten noch nicht mal gesehen und den neuen auch nicht. Den alten habe ich nicht gesehen, habe ich auch nicht gesehen, aber den neuen habe ich mal angeguckt und den fand ich auch echt behindert. Hä? Jetzt. Gar nicht durch, schaffst du es?
Ja, fahr durch, ich bin da am letzten Hindernis. Egal, ob ich es jetzt schaffe oder nicht. Yes. Nice, das war echt eine geile Strecke. Die war schön, hat schön Flow, Mann. Und auch ein paar coole kleine Hüpfer dabei. Ja, ich weiß nicht, irgendwas fehlt einfach so in diesem Horror-Genre oder so. Ja, man hat schon alles tausendmal gesehen, einfach, ne? Die ganzen, mir fehlen so ist immer wieder dasselbe. Die Stephen King-Horrorfilme eher. So. Ja, die ganzen Jumpscare-Verfilmungen fand ich auch sehr gut. Nicht diese Jumpscare-Horrorfilme, weißt du, wo du genau weißt, okay, jetzt kommt das Monster. Ja. Jetzt ist es weg. Er sieht, du siehst es jetzt da, dann ist es kurz weg, dann ist es wieder hinter dir und. Weißt du, diese Klischee-Dinger, wo du genau weißt, was jetzt passiert. Ja. Er hat so diese richtig kranken Psycho-Sachen, so in dem Stil auch so ein bisschen, mir fehlt jetzt der Name nicht ein. Was mir auch, warte, so von Leonardo DiCaprio, wo er in dieser Anstalt Shutter Island. War. Shutter Island-Style, ja. Sowas. Würde ich jetzt nicht unbedingt als Horrorfilm bezeichnen, aber mal so ein Horrorfilm, weißt du, mit so einer Wendung dann zwischendrin oder mit so einem Plot dann am Ende, ey. Das Ding, dann kann ich dir Ding empfehlen. Vielleicht hast du auch schon gesehen, Get Out. Hast du den gesehen? Nee. Ist auch ein guter Film. Ist das das mit der schwarzen feindlichen Familie? Ja. Wo halt der Freund halt so ein Schwarzer ist und geht dann mit ihr halt mit zu ihrer Familie. Aber das ist nicht schon der Plot, oder? Oder ist das schon der Plot? Nee, ich möchte dazu nichts sagen, weil es halt echt ein cooler Plot ist, man, und auch interessant. Wobei du... Nee, ich sag nichts. Ich fand's okay. Cool. So ein interessanter Film. Wir kennen ihn noch nicht, dann will ich mir mal angucken. Es ist nicht so dieses Jumpscare-Horrorfilm-mäßige, aber so dieses, wo du dich einfach so unwohl fühlst. So irgendwie möchte ich da nicht gerade sein. So dieses Gefühl hast du die ganze Zeit. Ja. Wie so ein Albtraum einfach auch. So. Solche Horrorfilme mag. Ah, nein, da ist das Ziel gewesen. Oh. Krass, aber hier durch, ey. Wann hast du das letzte Mal aufgenommen? Letzte Woche? Nee, warte, gelogen. Vor 2 Tagen habe ich eine Folge aufgenommen. Ja gut, da bist du ja echt im Flow. Davor halt die Woche davor von der einen Folge und davor habe ich eine Weile nicht mehr gespielt. Ja, es geht nur noch da hoch, glaube ich, und dann war's das. Ja. Get out. Und da gibt's auch von dem gleichen Macher gibt's auch schon einen anderen Film, der heißt Wir. Was? Buchstabier mal. W-I-R, also wir, so wie du und ich. Wir, ja. Oh, jetzt kommt die Extreme. Ist das Deutsche oder was? Weiß ich nicht, wie der heißt. Und es gibt jetzt auch so ein. Der Plot ist von dem Film, oder die Geschichte ist irgendwie auch eine schwarze Familie, macht irgendwie Urlaub und auf einmal steht eine andere schwarze Familie bei denen auch im Hof und die sehen halt genauso aus wie die. Okay. Nur so psychomäßiger. Irgendwie hat er was mit Schwarzen, oder? Irgendwie so ein kleiner. Ja, wahrscheinlich ist es ein schwarzer Regisseur. Was soll ich denn jetzt erzählen? Achso, es gibt jetzt auch so einen neuen Lovecraft-Horrorfilm hier mit Nicolas Cage, ne? Irgendwie. Ja. Die Farbe aus dem All oder sowas? Ja. Den will ich mir auch nochmal geben. Der soll gar nicht so scheiße sein. Gott, wenn. Dann ist halt ein B-Movie, aber es ist Lovecraft mit Nicolas Cage, Mann. Was Besseres gibt's nicht mehr. Ich wollte gerade sagen. Ist halt wirklich so. Ich hab die Geschichte ja schon ein paar Mal gelesen. Echt? Hast du schon mal ein Lovecraft-Buch gelesen? Ja. Ich hab eine Sammlung, so ein Buch, da sind so ein paar Geschichten drin. Okay. Also ich bin schon ein großer Fan von ihm. Das ist schon geile. Viele Hörspiele auch gehört von Lovecraft und seinen Geschichten. Ja, ich kenn's halt von. Ich hab halt relativ viele Brettspiele von über Lovecraft. Cthulhu und so Gedönse. Bilden des Wahnsinns und wie sie alle heißen. Ich weiß nicht, ob du das was sagst. Des Wahnsinns? Bilden des Wahnsinns. Ja. Nee, ich kenne nur Berge des Wahnsinns. Das ist so eine Brettspielreihe über Cthulhu-Sachen und ein bisschen wie so ein Pen and Paper aufgebaut. Okay, cool. Und ich habe ja das Pen and Paper von Cthulhu. Hab ich auch. Das ist verflucht kompliziert, Mann, das ist so krank. Finde ich nicht, also da gibt's krankere, finde ich.
Finch, ich finde das Regelwerk ist brutal. Einfach so ein Riesenwälzer. Allein das Regelwerk, Mann. Ja, da gibt's. Das ist aber normal für so ein Regelwerk. Ja, natürlich, also. Ich meine, wenn du es einfach haben willst, dann kannst du ja Savage Worlds oder wie das heißt. Das ist relativ. Ist das auch von simpel. Lovecraft? Nee, das ist, also, das ist einfach nur eine Regelwerk-Variante. Das gibt's in verschiedenen Universen. Okay. Gibt's aber auch für Lovecraft. Oh Mann, was ist das für eine Scheißstelle hier? Muss man da stehen bleiben? Ich weiß es nicht. Ach cool, aber so ein Lovecraft-Buch wollte ich auch schon mal lesen, aber habe mich noch nicht so wirklich rangetraut. Kannst machen, das ist echt gut. Ist ich dachte, dass ich bin immer der Meinung, dass das auch relativ kompliziert geschrieben ist, oder? Nee, überhaupt nicht. Gar nicht? Hm. Ja, dann hole ich mir auch mal so ein Buch. Dann kann ich dir auf jeden Fall Berge des Wahnsinns empfehlen. Ist eine seiner besten Geschichten, finde ich. Och komm, ey, was für eine scheiß Stelle das hier ist. Berge des Wahnsinns habe ich sogar für das Rollenspiel ein Kampagnenband für. Und einer seiner längeren Geschichten auch. Normalerweise sind es immer so kurze Geschichten, die er so gemacht hat. Alter, geschafft, Mann. Von 9 auf 10 ist echt ekelhaft. Du musst auf jeden Fall stehen bleiben auf dem Ding. Ja, der Autor hat ja nach seinem Tod erst den Ruhm erfahren, ne? Absolut, er konnte niemals, er hat also nie geschafft, davon zu leben. Ja. Er ist ja relativ jung gestorben, oder? Hat er sich nicht sogar umgebracht? Boah, weiß ich nicht. Da weiß ich jetzt nicht, da will ich jetzt keine Unwahrheiten erzählen, aber der ist auf alle Fälle sehr, sehr jung gestorben. Ja, der hat seine Geschichten auf jeden Fall immer nur so in so Schundblättchen, weißt du so. Also jetzt keine so geile Zeitschriften oder sowas, sondern eher so, wo du eigentlich nicht angefasst hast, so Groschenhefte oder so. Und wie du sagst, erst später hat er dann durch andere Leute, durch Freunde von ihm, die dann mehrere seiner Werke so zusammengefasst haben, hat er dann Erfolg gehabt. Man muss da schon mit dem Vorderrad sich so hochhangeln und dann, oder? Wo meinst du? Bei anderen. Hier, wo ich gerade bin, aber das weißt du ja. Jetzt! Ich hab's versaut. Pack! Ich glaube, ich weiß, es geht. Nein, was mache ich denn? Ich voll los! Oh nein, Mann, wie ärgerlich. Bei 15 ist es ekelhaft. Ich bin gerade mal. Wo bin ich denn? Bei 8? Pisser. Da kann ich auch nicht helfen. Oh shit! Oh, hast du den. Es kommt jetzt ein neues Amnesia raus. Hast du das schon gesehen? Ja, stimmt. Stimmt, ja. Oh, da bin ich ja mal gespannt drauf. Ich hoffe, das wird besser als das Machine for Pigs, Mann. Das war ja so schlecht. Oh, fandst du? Ja, ich fand so das. So schlecht fand ich das jetzt nicht. Im Nachhinein also, fand ich. Im Vergleich zum Vorgänger schon schlechter, aber jetzt so schlecht hätte ich das jetzt nicht eingeordnet. Hat mir so nicht mehr gefallen. Ja, an The Dark Descent kommt halt nichts ran. Ja, das war halt revolutionär damals. Was für Spiele halt dann. Es waren halt dann alle Spiele danach so wie Amnesia, Mann. So dieses. Ja. Natürlich, es gab davor noch so Penumbra und so und was es nicht so gab von den gleichen Machern. Oder was? Penumbra? Ja, ja. Doch, es war auch das Frictional Games. Aber danach waren dann alle Spiele dann so. Was auch dann noch geil war, war Cry of Fear. Boah. Das stimmt, das ist auch von denen. Ja. War das von denen oder war es so eine. Das war doch so eine Mod, oder nee, nicht? Nee, das ist doch von Blobber Team oder wie die heißen oder sowas, oder? Von den Ding-Entwicklern? Von Layers of Fear? Nein. Hä? Du hast ja gerade Layers of Fear gesagt, oder bin ich blöd? Cry of Fear. Ach, Cry of Fear. Oh, sorry. Ah, nee, dann habe ich da verwechselt. Nee, das ist, glaube ich, von irgendeinem Privaten, das war irgendein Indie. Das war ein Indie-Ding, ja. Das war eine Mod für irgendwas, glaube ich. Also, es war. Das war auch geil. Das war damals richtig gut. Also. Haben wir das nicht sogar zusammen Let's Play sogar? Nee, wenn dann du und Pieper. Pieper auf alle Fälle, aber ich meine, es war noch wer dabei. Ich nicht, da kannten wir uns, glaube ich, noch nicht. Da war die Welt noch in Ordnung. Das war noch, ja, da war es doch schön alles, Mann. Das war cool, also so ein Spiel hat. Ja, generell, als so die Zeit losging, wo man in den Games nicht unbedingt immer ballern musste bei Horrorspielen, sondern wo man auch einfach mal keine Chance gegen das Vieh hatte, was einen verfolgt und man echt nur wegrennen konnte. Das war Amnesia, ja, Mann.
Damit hat's angefangen, ne? Dann ging's mit Outlast irgendwo weiter. Die haben das dann perfektioniert, die Pisser. Pisser. Ja, ist ja wirklich so. Ich stehe vom Ziel. Ja, fahr rein. Ich schaff das hier nicht mehr. Kann ich jetzt nur noch Stunden handeln. Oh, das ist eine Scheiße. Ach so, ja, da nicht so viel Gas geben, dann kommst du da besser hin. So am Ende so ein bisschen Gas wegnehmen. Ja, aber ich komm dann immer so nach hinten. Ich hab schon ein paar Mal geschafft. So, boah, schön! Ah, das fuck! Ich hab's schon ein paar Mal geschafft, richtig gut da oben drauf zu kommen. Aber dann habe ich den Sprung immer nicht geschafft. Ach Mann, ey. Zur Not könntest du auch ein Salto machen und dich mit dem Hinterrad einhaken. Egal. Ah, hab ich auch schon probiert. Okay. So, das war's gewesen dann. Und ja, so eine halbe Stunde. Wunderbar. Das war's? Ja, das war's. Das war die Extreme, ja. Alter, du bist so ein kranker Wichser. Extrem ist nicht mehr so extrem, weißt du? Also, ja. Extrem ist nicht mehr das, was mal war. Sagen wir es mal so. Ja. Damals im Fusion, da war noch extrem. Aber so, dann soll es das gewesen sein. Vielen lieben Dank, Leute, fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, wie gesagt, Daumen nach oben. Daumen nach oben. Wir haben Unterhaltung gebracht, das haben wir uns jetzt auch einfach mal verdient. Würde ich das auch sagen. Das auch mal sagen. Sag mal einen Hashtag, damit wir sehen können, wie viele Leute bis zum Schluss zugeschaut haben. Das hast du mich ein bisschen überrascht. Ja, aber jetzt nichts irgendwie so hier. Ja, irgendwas Jugendfreies, bitte. Jugendfrei? Es überraschte mich noch mehr. Hashtag Ghostbusters, komm. Oh. Hashtag Ghostbusters. Das können doch Leute gar nicht schreiben. G-H-O-S-T Busters. Kriegt das schön. Okay, Mann. Nicht Bastards, sondern Busters. Ihr wisst Bescheid. Haut rein. Schönen Tag. Haut rein, Leute. Tschüss.